Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einer neuen Übung, die ihr direkt auch einmal mitmachen könnt. Und zwar ist das der perfekte Moment. Und ich bitte dich, dir jetzt, während du dieses Video schaust, einfach mal einen Moment Zeit zu nehmen und gerade mal tief ein- und auszuatmen. Ganz tief in den Bauch ein. Und wieder aus. Und überleg jetzt mal, wie oft du heute schon mit deinen Gedanken in der Vergangenheit warst oder auch in der Zukunft. Wie oft hast du heute schon an Sachen gedacht, die gestern passiert sind oder vor Wochen, vor Monaten, vor Jahren oder auch an Dinge, die morgen erst passieren oder übermorgen oder erst in 2 Monaten. Und wahrscheinlich wirst du feststellen, dass das ziemlich oft der Fall war, dass du mit deinen Gedanken nicht hier warst, sondern im Gestern oder im Morgen. Und das ist dir wahrscheinlich während des Tages bisher noch gar nicht aufgefallen. Und das ist auch ganz normal, dass das so ist. Aber es lohnt sich immer mal wieder im Hier und Jetzt einzuchecken, anzukommen und den Moment, der jetzt gerade ist, dieser perfekte Moment, den zu genießen, so wie er jetzt gerade ist. Weil man sollte das jetzt nicht verpassen, weil man ständig im Gestern oder im Morgen ist. Und wie dir das jetzt in diesem Moment gelingen kann, das würde ich jetzt einmal für dich gerne anleiten. Atme noch einmal tief in den Bauch ein und aus. Und jetzt schau aus dem Fenster, wenn du die Möglichkeit hast. Schau dir den blauen Himmel an. Sieh die, wie die Bäume sich im Wind bewegen. Hör die Vögel zwitschern. Sieh, wie die Wolken sich bewegen. Wie der Wind durch die Äste rauscht. Vielleicht hörst du ein Auto vorbeifahren. Hör einfach mal hin, sieh einfach mal hin. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Der Himmel ist weit. Die Wolken ziehen entlang. Vielleicht bellt irgendwo ein Hund. Alles ist perfekt. Jetzt, gerade. In diesem klitzekleinen Moment. Ich hoffe, diese kleine Übung, die ich der perfekte Moment nenne, hat dir gefallen. Und das ist etwas, was du wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst. Einfach immer mal wieder innezuhalten und zu schauen, was jetzt gerade eigentlich alles Tolles um dich herum da ist und passiert. Und halt nicht ständig im Gestern oder im Morgen zu sein. Und vielleicht findest du einen Anker im Alltag, der dich immer wieder an diese Übung erinnert, an diesen perfekten Moment erinnert. Vielleicht möchtest du dir auch ein Post-it schreiben, auf dem steht, alles ist perfekt. Und immer wenn du diesen Post-it siehst, erinnerst du dich an diese Übung, an den perfekten Moment und checkst mal kurz im Jetzt ein und schaust und hörst und fühlst, was um dich herum gerade alles Wundervolles geschieht und stattfindet. Ich hoffe, das Video und diese Übung haben dir gefallen. Schreib mir das sehr, sehr gerne in den Kommentaren und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!